Hallo zusammen. Ich befinde mich jetzt hier in der Ortschaft Schierke, beziehungsweise gehe in den Ort Schierke gerade rein, komme von dort oben und ja, werde mir den Ort mal so ein bisschen anschauen und das ein oder andere, wenn denn was Schönes dabei ist, möchte ich euch dann auch gerne zeigen, wo ich erstmal von ausgehe, weil die Region ja doch sehr sehenswert ist. Also wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Über Hexe und Teufel geht's erstmal rein. Schön am Fluss lang, auch wenn dieses schwarze Rohr so ein bisschen die Optik täuscht oder trübt, hat es trotzdem was. Ja, ich werde jetzt erstmal hier den Kirchberg hochgehen und mir so diese kleinen schnuckligen Häuschen anschauen, die ihr jetzt ja auch gerade sehen könnt. Hier ist die alte Schmiede, wieder besonders schön hergerichtet. Da oben geht es Richtung Kirche, denke ich mal. Hier schön zu sehen das Doktorhaus. Wahrscheinlich der Vorgänger aller Ärztegemeinschaftshäuser. Und wo kommt's her? Aus dem Osten. Hier auch wieder so ein schönes Fachwerksteinhaus, so ein Mix. Haus Brockenhexe. Leider ist es mittlerweile recht windig. Ich hoffe mal, dass mit dem Ton wird noch so in Ordnung gehen. Hier ist der Heldenfriedhof für die gefallenen Kameraden 1914 bis 1918. Durch die schwarzen Kreuze wirkt das schon sehr, ja, doch derb, finde ich. Aber auch modern und irgendwie hat's was. Hier hat man auch einen schönen Blick auf diese Steinkirche. Gesummt sieht das Ganze so aus. Wenn ich zu nah dran gehe, dann seht ihr halt die Kirche nicht komplett. Aber man kann es, glaube ich, auch durch die Bäume gut erahnen. Direkt gegenüber der Kirche, das Häuschen muss ich auch nicht verstecken. Ich nehme mal an, dass das in irgendeiner Form zur Kirche beigehört oder gehörte. Steht leider nichts weiter dran hier. Ja, was es hier anscheinend überall gibt, ist Schierker Feuerstein, so ein Kräuterhalbbitter. Da steht echt an jeder Ecke eine Werbung für. Vielleicht muss man den hier testen. Dieses Haus auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Schierker Schnapsladen, dem Wohl und der Würde der Arbeit. Sehr schön zurechtgemacht, sieht aus wie ein Rathaus oder ähnliches, steht leider auch nichts dran. Ist ein bisschen schade hier manchmal, dass da nicht irgendwie so erläutert steht, was es ist. Dort ist ein schöner Blick in den Park, den ich aber gleich nochmal separat gehen werde. Nur schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Viel mit Felsen, schön bepflanzt. Sieht sehr gepflegt aus. Das finde ich auch sehr schön in Erinnerung an die friedliche Grenzöffnung im November 1989. Und hier unten, das sind wiedergefundene Bruchstücke der Gedenksteine für die Einheit Deutschlands aus den 50er Jahren. So eine schöne Kombination. Kleiner Blick auf das Café am Kurpark, finde ich auch klasse. Hinten mit der Terrasse raus, sehr schön gelegen. Dort ist die Touristinformation untergebracht. Sieht fast aus wie im Bayerischen Wald. Dort gibt es noch so dieses klassische Asia-Haus, eine Eisdiele und den Bäcker. Und ich gehe jetzt dann Richtung Kurpark. Das ist der Kurpark. Zumindest ein Teil davon, den man hier schon mal so sehen kann. Ich war gerade noch mal in der Touristeninformation hier. Auch wieder sehr nette Damen da, also Servicepersonal nenne ich es mal. Sehr zuvorkommend, geduldig. Haben wir sich auch noch mal schlau gemacht, wo man vielleicht hier irgendwie ein Hallenbad hätte.
was geöffnet ist. Aufgrund Corona haben die größtenteils alle zu. Und ich dachte mir, so ein Hallenbad wäre nicht schlecht, wenn es morgen wirklich den ganzen Tag Regen, Sturm, Gewitter geben sollte. Dann wäre das eine schöne Alternative. Aber gibt's nicht. Also finde ich eine andere Alternative. Und wer weiß, wie das Wetter wirklich wird. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Da gibt es sowas wie eine Waldbühne oder eine Kurparkbühne, wo halt Veranstaltungen stattfinden, wie leichte Musik oder ähnliches. Dort den Blick hattet ihr gerade von oben, glaube ich, schon einmal von mir bekommen. Was man hier noch so ein bisschen sieht, ist so ein Wasserlauf, der aber auch sehr trocken ist. Und so zieht sich das hier durch. Schön, viele kleine Bänke. Da unten ist wieder der Flusslauf, der mir persönlich natürlich immer am besten gefällt. Ich bin halt fasziniert immer so von diesen ganzen doch natürlich wirkenden Flussläufen. Hier ist der Fußweg zum Bahnhof Brockenbahn. Nur noch 0,8 Kilometer. Da gehe ich jetzt noch mal hin, weil die Bahn muss ich auf jeden Fall erlebt haben, wenn ich schon mal hier bin. Was ich aber gerade viel interessanter fand, sind da diese abgesägten Tannen und darunter diese Öffnungen in dem Felsen. Da möchte ich jetzt mal gerade kurz rüber gehen. Ah ja gut, außer Müll nichts gewesen. Der Weg hier durch den Wald ist durchaus ansprechend. Es kommen immer so Felsformationen zwischendurch. Dann wieder so schön bewachsene Flächen. Da unten stehen die richtigen Expeditionsfahrzeuge. Vorne so ein MAN 4x4. Dahinter zwei Mercedes Unimog. Beneidenswert, solche Kisten. Für mich wäre es nichts, weil es mir zu groß wäre. Und auch zu aufwendig von Erwartung. Aber finde ich schon cool. Ich laufe immer noch diese 800 Meter. Die waren definitiv geschönt. Es muss mehr sein. Ich höre auch den Zug schon. Bin aber leider noch nicht am Ziel. Jetzt bin ich oben angekommen an der Bahnhofsbaude der Brockenbahn in Schierke. Jetzt warte ich ab, bis die gute Bahn dann auch hier ist. Und werde das Ganze mal in Film und Ton festhalten. Da kommt sie, die Brockenbahn. Oh, der Wind weht hier, Leute. Wahrscheinlich irgendwo dran gekommen. Ich hoffe, das ist bei der Aufnahme nicht, aber ich denke mal nicht. Ach, das hat schon was. Auf jeden Fall wollte ich mir das nicht entgehen lassen. Somit erledigt. So, an diesem kleinen Wasserlauf möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat diese kleine Runde in und um Schierke gefallen. Für mich war es das hier für heute. Wird bald dunkel. Und ja, wo ich mich morgen befinde, weiß ich gerade selber noch nicht. Ich muss nachher mal schauen, was so in der Region das nächste ist, was für mich interessant ist. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.